Die Geräusche sind sehr vielversprechend. Und wieder ein leicht zermulmter Mensch. Ehemaliger Mensch vielmehr. Feuer? Feuer, eine Feueranomalie, die, oder? Na, vielleicht auch ein normales Feuer. Auf jeden Fall ist hier alles nicht sehr normal. Es ist mir zu ruhig hier. Ich würde den am besten mitnehmen und einfach vorschmeißen. Damit die Leute dann auf ihn gehen. Aber ich glaube, das geht nicht. Ich rechne hier damit, dass irgendwas passiert gleich. Irgendwas Böses passiert. Oder kommt es erst später? Ich bin jetzt gerade mal sehr vorsichtig. Radioaktivität ist vorhanden. Hier fehlt uns eine Zahlenkombination wahrscheinlich. Die ist abgeschlossen. Hier gucken. Ich hätte hier gerne noch mehr Munition für das andere. Hier ist nun. Ja, so ein bisschen Steinblut. Kennen wir doch schon. Haben wir doch schon dabei. Oder haben wir nicht dabei, aber hier haben wir Steinblume. Ist zwar komplett was anderes, aber es ist auch steinig. Und die Geräusche stören mich schon mal sehr, dass hier. Ich höre irgendwo Gegner. Wahrscheinlich bin ich gerade etwas mämmig hier unterwegs. Etwas sehr. Aber hier passiert doch nichts. Okay, hier passiert doch was. Hi. Vollkommen daneben geschossen. Ein aller Blutsauger. Wunderbar, ein bisschen Gesundheitszeugs. Wo ist denn jetzt hin? Wenn man, solange man die sieht, sind die ja ganz nett und so ganz freundlich. Dann weiß man, aha. Da kommt er auf ihn zu. Fertig, passt, kann ich mit umgehen. Aber solange man den nicht sieht, ist es nicht schön. Aber er hält sich erstaunlich fern. Okay. Da hat sich das mit dem Fernhalten. Hi. Wo ist er denn? Da. So, wieder seinen Mega-Breakdance hier hingelegt. Spontan Spagat. Ungewollt natürlich, aber getan. Getätigt. Und wer sowas tut, der ist gelenkig. So. Aber ist das der einzige hier? Mein Geister gesehen von seiner. Da ist noch einer. Das beantwortet die Frage, wie ist es nicht der einzige? Und ich will eigentlich diese schöne Muni hier verschwenden. Pam, so, gemessert. Yeah. So alle Tentakel. Aber das ist es. Puh. Wir haben gleich echt nichts mehr. Ich hätte mal echt die Orokan hier mitnehmen sollen. Um solche Typen hier zu beseitigen, weil da habe ich jetzt massiv dran verschossen. An dem Typen. Zur Munition. Die schöne Munition. Ich vermute mal, der Typ hat vorher hier geparkt. Sich hier aufgehalten. Deswegen glaube ich einfach mal, dass hier nichts weiter sein sollte. Wir sind auf jeden Fall dem Ziel gar nicht mal so weit entfernt. Also ziemlich nah, um es so zu sagen. Hier geht es runter. Also dem Ziel, was auf der Karte angezeigt wird. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich runter, um hier dann hinzugelangen. Derzeit bin ich erstmal auf der Suche, wo wir überhaupt denn hier sind. Da kommen wir her. Weil eine richtige Karte gibt es jetzt ja auch nicht. Es wird ja alles nicht eingezeichnet da oben. Aber ich vermute mal, wir gehen gerade in. Genau, wir gehen dahin zurück. Wo wir denn herkommen? Können wir die von hier aus vielleicht öffnen? Nee, natürlich nicht. Hätte ich gerne gewollt, weil dann könnte man hier einfach durchgehen. Ja, Granaten. Wir haben jetzt überhaupt nichts mit Granatenwerfer dabei, ne? Oder? Wie es aussieht. Ja gut, das hat einen Granatenwerfer. Wir können jetzt auch hier mit Granaten schießen, theoretisch. Aber. Wer will denn das? Entladen. Können wir ja machen, wenn wir gerade irgendwie schlechte Laune haben. Warum auch immer. Vielleicht, weil uns Gegner beseitigt haben oder so. Dass wir dann in dem Fall, dass wir dann sehen können, aha, da hinten sind 10.000 Gegner. Die haue ich mal mit einer Granate um, weil die Granaten hier Atomsprengköpfe haben.
Oder so. Ich hoffe sehr, dass da gleich noch ein paar Monolithentypen kommen. Ich brauche eine Waffe, die Munition hat, die wir auch haben. Hier ist nichts. Es ist ruhig. Es ist fast ruhig, aber es ist... Ja, hier passiert doch eigentlich nichts. Hier kann man doch eigentlich so durchrennen, oder nicht? Okay, vielleicht sind die... Lichtreflexe hier, das ist echt zu ruhig. Das ist wie bei Slenderman, wo überhaupt nichts passiert. Aber man ist trotzdem irgendwie besorgt. Es geht immer noch nicht, auch nicht nach über 60 Folgen. Hätte ja klappen können. Kann man hier noch irgendwas mitnehmen oder so? Irgendwas Sinnvolles. Kann hier mal was passieren? Das ist doch fast langweilig so. Oder ist gleich hier... Das geht immer noch nicht kaputt. Ist gleich hier großes... Große Gewaltaktion angesagt. Ich speichere nochmal eben. Speichern, yes. Kann hier mal was passieren? Ich möchte gern, dass was passiert. Und zwar was Schönes. Hier kommt jemand vorbei. Der Eismann zum Beispiel. Bringt uns was. Noch eine Granate. Noch eine Granate, noch eine Granate. So. Immerhin hier bewegt sich hier was, aber da können wir nicht rein. Das ist, wäre etwas ungünstig. Das ist Feuer. Okay. Wer macht denn sowas? Heißt das etwa, wir haben... Da geht das... Ach, hier geht es auch noch weiter. Ich wollte gerade sagen, das hieß ja, hier haben wir noch überhaupt nichts erreicht. Medikit. Kann hier mal der olle Generator da im Mitte sein? Wir sind auf jeden Fall ziemlich weit weg vom Ort, wo wir hin sollen. Aber ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie wir hier denn langkommen. Man wird hier extra nochmal durchgeschleust durch alles, was denn vorhanden ist. Ich meine, ich muss auch sagen, das ist also für unterirdische Bauten ist das echt alles riesig. Für so einen Bunker. Die Geräusche gefallen mir aber schon mal nicht. Ich speichere einfach mal. Können wir hier schon entdecken, was denn hier ein Typen auf uns zukommen sollte? Waren das wieder... Ach, der schon wieder. Hallo. Ja. Aus. Granate wäre, glaube ich, ganz gut. Ich mache mal hier letzter Spielstand. Yes. Mal gucken, ob das so auch funktioniert. Der Wahnsinn. So. Mache ich mal so. Wir haben hier echt wenig Munition. Wahrscheinlich springe ich gleich komplett. Oh. Natürlich. Hallo? Da kann er doch wohl von sterben. So zum Beispiel. Ja, dass man den erstmal laden muss, ist natürlich, das ist ein Umstand, der, das hätte man, da kann ja keiner drauf kommen. Das geht ja nicht. So, Fall. Laden. Haben wir drei Stück immerhin von? Hi. Hallo, was hält denn der aus? So, haben wir den schon mal beseitigt. Immerhin, immerhin. Und zurück. Aber ist hier noch... Da geht's... Weiter und sogar in die Richtung, wo wir denn hin sollen. Ah. Ich habe echt ein bisschen Bedenken, dass das mit der Munition und den Waffen alles nichts wird. Weil wir haben ja echt, wir haben ja 20 Schuss noch dabei und das war's dann. Oder? Haben wir die entladen?
Ja. Entladen. Okay, wir haben... Achso, das waren jetzt hier die Granaten. Ich meine, wir haben Munition dabei, aber natürlich für Waffen, die wir nicht dabei haben. Wir haben im Zweifelsfall noch die Sniper, aber damit hier irgendwelchen Nahkampf betreiben, will ich auch ungern. Also geht bestimmt auch. Aber die will ich lieber aufheben. Für was anderes. Und hier finden wir ja nichts. Sowohl als auch. Sowohl an Gegnern als auch an Sachen hier. Und schon die ganze Zeit da oben auf der Karte ist das kleine Symbol, dass hier irgendwo etwas, dass hier irgendwo das Ziel ist. Aber so richtig näher kommen wir dem nicht. Das finde ich ein bisschen verstörend jetzt. Oder sind wir da schon dran vorbeigelatscht und ich habe das gar nicht gemerkt? Dass da irgendwo ein Knopf war. Hier. Ausschalten. Ich will ja gerne drunter. Da ist noch eine Kiste. Kann ich da denn runter? Ach, gucke mal. Hier ist unser Ziel. Das wird uns angezeigt. Aber... ne, wie ist das genau? Ein Schalter? Noch ein Schalter? Ich drücke da einfach mal. Das ist mir jetzt hier... Ich habe doch keine Ahnung. Kann ich das bewegen? Drücken? Hirnschmelze deaktivieren. Und natürlich fliegt sofort das Skelett hier halb durch den Raum. Uns wird wieder schwindelig. Uns wird sehr schwindelig. Hier ist, was du suchst, Stalker. Hier ist, was du suchst. Das Blöde ist, ich höre Stimmen. Ne, um mal genau gesagt zu haben, was los ist. Was war denn das für eine Sequenz? Also ich meine, das sage ich glaube ich nach jeder Sequenz. Aber trotzdem. Wo sind wir denn? Da sind wir nicht. Wo sind wir denn? Hallo? Das ist das Atomkraftwerk. Wir sind... Ach da. Hier sind 20 Typen in der Umgebung. 20 Typen, die hoffentlich eine Waffe dabei haben. Das muss ja eigentlich... Hier ist, was du suchst. Was suche ich denn? So, überhaupt mal. Das wäre, glaube ich, der spannendere Teil. Ich hätte gern hier Türcodes. Die suche ich eigentlich. Hier drunten sind... Hier ist eine Leiter. Ja, schön. Ich glaube, es ist warm hier unten. Ich glaube nicht, dass man da runterkommt. So viele Leute. Ich vermute mal, das war auch der Grund, warum da so viel Platz war, der einfach leer war. Damit wir jetzt hier ordentlich Platz haben, um uns zu bekämpfen auf dem Rückweg. Aber ist hier noch jemand? Moni. Ich benutze mal das, was er uns gerade gegeben hat. Ich möchte eigentlich gerne die hier wegschmeißen. Weil die... Na, die ist gar nicht so schwer. Die Teile sind auch schwer. Nimm mal dieses ganze Zeugs zum Rumschleppen. Was ist denn das jetzt eigentlich? Das ist eine Obukan. Ohne Fernrohr. Ich speichere mal. Okay, also gruselige Sachen geschehen hier drin anscheinend nicht, sondern viel Kämpferei. Hahaha. Okay, so viel zu gruselig. Boah, habe ich mich erschrocken.
hat man vielleicht einem leichten, ganz dezenten Zucken der Maus gemerkt. Warum steht denn ein Gegner? Ist ja eine Frechheit. Hello! Was, womit schießt denn der? Ich hab doch noch den Anzug an, ne? Hier die Rüstung. Daran soll es ja diesmal nicht scheitern. Ja, so. Oder haben wir überhaupt nichts an Leben mehr? Da habe ich jetzt überhaupt gerade mal nicht drauf geachtet. Könnte vielleicht ein Grund sein. Ne, wir sind noch fast noch voll. Hallo? Ich denke immer, dass auf 5 hier das Ding ist. Hier die Granaten. Und warum klemmt genau jetzt die Waffe? Ich könnte mich ja gerade ein bisschen aufregen, aber habe ich gerade keine Lust zu. Wie machen wir das? Wenn der Typ, der steht da so ungünstig. Ich könnte wieder auf die hier wechseln. Wie viel mehr Schaden machten die oder wie viel... Die macht ja auch fast nichts hier. Mach das nochmal. Vielleicht sollte ich nachladen vorher. Aber das... Ey, das ist ja schlimm. Ich werfe da gleich nochmal eine Granate hin und werde dann aber hier stehen bleiben. Kann man die kullern? Ja. Hallo. Ja, hi. Das hast du schön gemacht. Obokan und das, genau, ich nehme dann die andere mit, die der Kerl da hat, weil ich glaube, die hat ein bisschen mehr Wumms. Das Geklumpe hier. Die ist aber deutlich besser. Ja, kein Wunder, dass wir damit nichts reißen können. Hier, das Viech kann weg. Entladen, wegschmeißen. Wobei, das Zeug brauchen wir auch nicht. Fallen lassen. Irgendjemand schießt. Ich hoffe nicht auf mich. Da hinten ist doch jemand. Da ist da hinten jemand. Ich meine, solche Fragen kann man ist hier zu stellen, ist relativ sinnlos, weil da ist halt jemand, weil hier jemand ist. Es reicht ja, um uns aufzuhalten. Wer auch immer hier gerade was aktuell gegen uns hat, er ist nicht alleine. Aber ich muss sagen, die Typen sind nicht ohne. Ich hätte mal ganz viele Granaten mitnehmen sollen. Ich weiß nicht, ob das mehr bringen würde. Komm hier, das ist... Da haben wir jetzt genau gar keine, oder was? Doch, da haben wir noch... Wie kann ich denn die andere auswählen? Andere Granate? Achso, das war überhaupt nicht die andere. Das war... Kann ich anscheinend... ja, doch, geht bestimmt. Aber ist ja egal. Alter, komm rum. Nicht verstecken. Wie oft schießen die auf mich? Das finde ich echt gerade mal echt nicht gut, was die da machen. Die können doch nicht so viel stärkere Waffen haben als wir. Mal so gesehen.